Herrschaftszeiten. Liebe ZuseherInnen, ich darf Sie wieder mal recht herzlich begrüßen heute zum ganz interessanten Thema, nämlich das Thema, was wir jetzt schon öfter auf dem Tisch hatten, nämlich Bürgerbeteiligung und auch ein bisschen über Bürgerbudget reden wir. Im September 2019 wurde eigentlich der erste Bürgerrat Demokratie mit 160 aus dem Einwohnermelderegister gelosten Menschen durchgeführt, mit dem Ziel, eine Empfehlung zur Stärkung der Demokratie zu erarbeiten. Gerade aber auf kommunaler Ebene ist es oft ein Dilemma der politischen Beteiligung, dass Interesse und Engagement vielfach erst bei persönlicher Betroffenheit entstehen. Ja. Persönliche Betroffenheit tritt aber oft verspätet ein, wenn Entscheidungsprozesse schon ein Stadium erreicht haben, in dem die Möglichkeit zur Einflussnahme nur noch begrenzt sind. Ja. Herrschaftszeiten. Derzeit, so wie ich das mitbekommen habe, entsteht ein neues Berufsbild im Kontext der Bürgerbeteiligung. In immer mehr Städten und Gemeinden werden VerwaltungsmitarbeiterInnen speziell dafür eingesetzt, die Bürgerbeteiligung in ihren Kommunen voranzubringen und strategisch zu entwickeln. Seit dem 1. April ist Frau Maria Grenzdörfer als Sachbearbeiterin für Bürgerbeteiligung bei der Stadt Puchheim tätig. Ich darf Sie, Frau Grenzdörfer, recht herzlich begrüßen und würde mir einfach freuen, wenn Sie jetzt einmal ein bisschen von sich erzählen, von Ihrer persönlichen Motivation und eben Ihrer Funktion in Puchheim. Das mache ich sehr gern und vielen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Marie Grenzdörfer. Ich bin genau eine Inhaberin dieser neuen Stellen, die viele Kommunen geschaffen haben. Ich bin im Rathaus Puchheim zuständig für Bürgerbeteiligung. Dort im Team Bürgermeister im Büro vom Herrn Seidel. So eine Stabsstelle, wo die Öffentlichkeit platziert ist, die Bürgerbeteiligung, aber auch Wirtschaftsförderung. Und bin dort zuständig für Bürgerbeteiligung. Zum einen nach innen in der Verwaltung, um die Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen zu beraten, zusammen mit den Fachbereichen Konzepte zu entwickeln für Bürgerbeteiligung, aber auch als Ansprechpartnerin nach außen für die Stadtbevölkerung, für die Puchheimerinnen und Puchheimer, wenn es um Bürgerbeteiligung geht. Ich glaube, das ist ja das Wesen der Bürgerbeteiligung. Genau. Was haben Sie so gemacht, Frau Grenzdörfer, und wie ist so Ihre persönliche, sage ich mal, Motivation, dass Sie genau in diese Richtung in der Verwaltung jetzt arbeiten? Also bisher leider durch Corona noch nicht so viel Konkretes. Mhm. Viele Projekte wurden geschoben. Mein größtes Projekt war bisher die Erarbeitung von Leitlinien für Bürgerbeteiligung. Mhm. Das hat jetzt ein gutes Jahr uns beschäftigt. Aber jetzt stehen sehr viele Projekte an und teilweise auch Sachen schon aus der Bürgerschaft, die aufkommen, weil dieses Thema ist sehr aktuell. Es ist sehr wichtig. Ich nehme es als sehr wichtig wahr und immer mehr Menschen fordern auch Beteiligung ein. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. So persönlich, was ist so Ihre Vorbildung? Wie Sie? Ich habe Stadt- und Raumplanung gelernt. Bin dort in dem Studium sehr oft auch mit Bürgerbeteiligung in Kontakt gekommen oder habe viel erfahren von Praxispartnern, von den Dozenten und immer die positiven Seiten mitbekommen, dass Bürgerbeteiligung für die Planung total wichtig ist in der Stadtplanung und dass es nur positive Seiten hat und sehr vielfältig ist. Und ich habe nach meinem Abschluss nach einer Stelle gesucht, wo ich eine sehr breit gefächerte Aufgabe habe, und da hat mich die Bürgerbeteiligung sehr gereizt, mit verschiedenen Fachbereichen zu arbeiten, verschiedene Menschen, Personengruppen, immer andere Themen. Das fand ich spannend. Finde ich sehr gut, dass das im Studium schon bereits forciert wird. Ja. Dann können wir ja wirklich hoffen, dass in dieser Richtung noch sehr, sehr viel auch weiterhin passiert. Ja. Jetzt würde mich einmal interessieren, wie kam es eigentlich dazu, dieser Idee in Puchheim, und wer ergriff eigentlich dort die Initiative, dass ihr überhaupt so ein Thema wie Bürgerbeteiligung und auch Bürgerbudget aufgesetzt habt? Also das Thema war schon vor mir da in der Stadt. Ich habe letztes Jahr im April angefangen, 2021, und der Wunsch kam aus dem Stadtrat. Also eines der großen oder der Hauptziele für diese aktuelle Legislaturperiode ist es, die Bürgerbeteiligung zu stärken, die Beteiligungskultur auszubauen. Es gab einen gemeinsam getragenen Wunsch aller Fraktionen und Gruppierungen, mehr zu tun im Bereich Bürgerbeteiligung.
Daraufhin wurde eine Stelle geschaffen, auf der ich jetzt sitze. Das war der Grundanstoß und der Auslöser, dann diesen Gedanken auch zu manifestieren in Form von Leitlinien, kam auch aus dem Stadtrat letztes Jahr im Juli 2021, angestoßen von einem Antrag. Und da sind wir gestartet in diesen Erarbeitungsprozess für Bürgerbeteiligungsleitlinien. Ja, finde ich sehr gut, angestoßen vom Stadtrat, wie Sie sagen, aber trotzdem würde mich interessieren, hat das der gesamte Stadtrat jetzt eingebracht oder gab es da eine bestimmte Stelle, die das im Stadtrat eingebracht hat oder wie dürfen wir uns das praktisch vorstellen? Weil in der Regel, wenn das ja Anträge sind, die im Stadtrat eingebracht werden, werden die ja meistens von irgendwelchen Parteien eingebracht. Ja. Wissen Sie, wie das da abgelaufen ist? Nicht ganz, weil das vor mir passiert ist. Okay. Ich weiß nur, ein Antrag war von unserem FDP-Mitglied im Stadtrat. Das war dann so der Startschuss, dass wir losgelegt haben. Ich glaube, davor war das Thema ja so ein bisschen, man wollte loslegen und es hat noch gedauert. Genau, und dann kam der Anstoß. Und mein Eindruck ist, eigentlich alle Fraktionen, alle haben sich eingebracht, immer nachgefragt, wie es läuft und Ideen gegeben. Also, es geht durchweg. Wunderbar, weil ganz wichtig ist, dass Bürgerbeteiligung von allen getragen wird. Weil dann kann das auch sehr, sehr erfolgreich sein, dieses Thema Bürgerbeteiligung. Und das hilft dann, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten dann, definitiv. Auch wenn wir erst einmal schauen müssen, wie jetzt in den nächsten Schritten, was dabei rauskommt. Ja. Genau. Sie haben dann angefangen, unter der Leitung von Frau Dr. Arzberger, glaube ich, die Leitlinien zu erstellen, so wie ich das mich da informiert habe. Das war so erste öffentliche Schritt. Wir haben vorher mit einer, sage ich mal, internen Arbeitsgruppe angefangen. Das waren Vertreter von allen Stadtratsfraktionen und Gruppen und von den Puchheimer Beiräten. Wir haben 4 Beiräte für Jugend, Senioren, Umwelt und Behinderte. Und diese Arbeitsgruppe hat zunächst intern geschaut, wie können wir anfangen mit so einem Prozess, weil wir wollten das nicht vorgeben als Stadtverwaltung und sagen, so läuft es, sondern das wird den Prozess schon partizipativ gestalten. Und da war auch ein Punkt, die Frage, wie wir arbeiten wollen, und es haben sich eigentlich alle dafür ausgesprochen, jemanden von außen reinzuholen, der Expertise mitbringt, der sich auskennt und aus der Praxis kommt und mit Bürgerbeteiligung arbeitet. Und das war dann die Frau Arzberger am Ende. Genau, die hat dann den nächsten Schritt angefangen mit einer noch größeren Arbeitsgruppe, wo dann auch Bürgerinnen und Bürger mit drin waren, um mit uns zusammen dieses Leitlinienpapier erarbeitet. Zu erarbeiten. Ja. Genau. Ich würde einfach ein bisschen mehr noch über diesen Prozess dieser Leitlinien ein bisschen mehr hören, weil das ist sicher für alle interessant. Ich habe vorher ganz viel gelesen. Es gibt mittlerweile sehr viele Kommunen und Städte, die Leitlinien aufgestellt haben. Und da war für mich schon klar, bei der Vielzahl der Dokumente, sind immer verschiedene Voraussetzungen, verschiedene Begebenheiten vor Ort und kein Papier ist am Ende wie das andere. Und so verschieden waren auch die Herangehensweisen. Und das fand ich schon ganz spannend, von Anfang an zu sagen, wir müssen den Prozess auf Puchheim zuschneiden, wir können nichts kopieren, wir möchten auch nichts kopieren von woanders, wir müssen gucken, was zu uns passt. Wir haben dann auch damit angefangen, so ein bisschen zu schauen, was andere Städte gemacht haben, weil das Thema auch am Anfang recht schwer greifbar ist. Das haben, glaube ich, alle Beteiligten gemerkt. Viele haben sich schwer getan, überhaupt das zu definieren. Damit haben wir am Anfang sehr lange gebraucht. Dann so ein bisschen geschaut, was gefällt uns bei anderen Städten und Gemeinden, was kann man sich auch vorstellen für Puchheim. Und das haben wir dann abgewandelt, dass es für uns passt. Ein Ergebnis daraus war zum Beispiel der Beteiligungsrat, den wir jetzt etablieren möchten. Genau, und der Startschuss war der Blick über den Tellerrand. Eigentlich wollten wir gerne die Gemeinde Weyern besuchen. Das ging dann nicht, es war ein digitaler Besuch. Wir haben einen Vortrag gehört, wie in Weyern Bürgerbeteiligung gelebt wird. Das ist eine sehr engagierte Gemeinde, die total viele Aktionen machen. Ganz, ganz klein ist, aber sehr engagiert. Das war spannend. Und dann war ein sehr arbeitsaufwendiger Teil, uns ein Ablaufschema auszudenken, wie Bürgerbeteiligung in Puchheim laufen kann. Da haben wir bestimmt 2-3 Runden gedreht, immer wieder wiederholt, weil es sehr schwer zu erfassen ist. Und es ging auch mir so, ehe es alle verstanden haben, wie wir jetzt es wirklich machen sollen, hat es ein bisschen gedauert. Am Ende
Hast bei einem Klick gemacht, Aber wenn ich jetzt richtig verstanden habe, Sie können mich korrigieren, wenn ich es falsch verstanden habe, waren die Leitlinien Puchheims das auslösende Moment und innerhalb dieser Leitlinien wurde eben dann gesagt, wir wollen einen Bürgerrat haben. Oder habe ich das jetzt falsch genau, verstanden? Das kam im Prozess. Ja, im Prozess, ganz genau. Genau, Ja. auch mit den Leitlinien, es ist jetzt kein Dokument geworden, wo 10 Leitsätze stehen, das und das soll im Puchheim passieren, sondern unsere Leitlinien sind eher eine Festschreibung von Abläufen, wie sowohl im Rathaus als auch im Stadtrat, aber auch von außen Bürgerbeteiligung angeregt werden kann und wie sie auch immer mitgedacht werden soll. Und dann am Ende dieses Prozesses wurde klar, dass das Rathaus diese Entscheidung nicht alleine treffen soll, sondern dass, wenn es um Bürgerbeteiligung geht, auch die Bürger mitsprechen sollen, wie ein Prozess gestaltet sein soll, wenn es konkret wird um Projekte. Und da kam dann die Idee, einen Rat oder einen Rat mit einzubeziehen. Und das war, ich glaube, in der vorletzten Sitzung haben wir da ganz lange drüber gesprochen, dass es Sinn macht, ein Gremium aus der Bürgerschaft dann noch einzubinden. Und da freue ich mich ganz doll drauf, weil auch die Frau Arzberger meinte, die hat schon oft solche Prozesse gemacht, das kennt sie so noch nicht, dass der Ablauf so gekommen ist und dass man dann so arbeiten möchte. Und ich finde das ganz spannend. Wie würde sich, das würde gleich meine nächste Frage anschließen, wie würde sich dieser Bürgerrat auseinandersetzen? Wie kommen Sie zu diesen Personen überhaupt? Ja. Es wird einen Aufruf geben Anfang des Jahres. Ich muss ein bisschen ausholen. Also gerade ja, werden die Leitlinien noch einmal übersetzt in einfache Sprache, weil wir auch gemerkt haben, dann im Stadtratsbeschluss, es ist ein bisschen holpriges Thema und es sollen wirklich alle Menschen in Puchheim wissen, worum es geht. Und deswegen muss es so einfach wie möglich verständlich sein. Und das lassen wir gerade nochmal aufbearbeiten von einer Agentur, die sich auskennt in dem Thema. Dann werden die Leitlinien bekannt gemacht, dass sie möglichst alle mitbekommen. Und wenn dann alle Puchheimer wissen, worum es geht, gibt es einen Aufruf für diesen Beteiligungsrat. Und die Aufgabe des Rates wird sein, zusammen mit mir für Vorschläge, die eingehen aus der Bürgerschaft, Konzeptskizzen anzufertigen, wie die Beteiligung aussehen kann. Weil für jedes Projekt, für jedes Vorhaben braucht es einen anderen Fahrplan, ein anderes Design für die Beteiligung. Und dann werden wir uns immer zusammensetzen und für jedes Anliegen so eine Skizze erarbeiten, wie die Beteiligung aussehen kann. Dafür hätten wir gern 9 Personen oder die Arbeitsgruppe hat sich geeinigt, 9 ist eine gute Zahl, nicht zu groß, nicht zu klein. Es sollen 4 Personen in diesem Rat per Zufallsauswahl gelost werden aus dem Melderegister. Das hatten wir auch bei dieser Arbeitsgruppe, das hat sehr gut funktioniert, war sehr spannend. Dann aber auch die Möglichkeit für 5 Personen, die sich mit einem Aufruf bewerben können, die sagen, sie haben darauf Lust und möchten gern mitmachen. Wir haben zum Beispiel auch schon, ich glaube, 2 Leute aus der Arbeitsgruppe gesagt, ich fand die Arbeit so toll, ich würde gern weitermachen. Also um da verschiedene Möglichkeiten des Zugangs zu bieten, einmal der Aufruf, aber auch eine Zufallsauswahl. Genau. Sehr interessant, ja. Das heißt also, bevor es jetzt tatsächlich zu den einzelnen Projekten angegangen wird, wird erst einmal mit dem Bürgerrat gemeinsam erarbeitet, wie diese ganzen Konzepte gestaltet werden sollen, sodass es auch jeder für jeden auch verständlich ist, ja. Also einmal habe ich es schon gemacht mit der Zufallsauswahl. Das war eine quotierte Zufallsauswahl, so ein bisschen nach Altersklassen gestaffelt. Ich hatte für meine Arbeitsgruppe, für die Leitlinien, die Vorgabe, 4 Zufallsbürger zu suchen. Und die Literatur sagt, und das kann ich jetzt auch bestätigen, man muss immer 10-mal mehr Menschen anschreiben, als man braucht. Habe ich auch gemacht. Und am Ende hatte ich meine 4 Zufallsbürger. Da hat mir das Einwohnermeldeamt geholfen. Die haben mir eine Auswahl gegeben nach Altersgruppen und dann habe ich aus jeder Altersgruppe Menschen angeschrieben, so lange, bis ich meine Person hatte. Genau, also vorher nur gefiltert nach Alter und Geschlecht. Also ich habe geschaut, dass ich zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer anschreibe. Aber sonst war die Auswahl auf ganz Puchheim. Unabhängig ob Puchheim-Ort oder Bahnhof, sollten alle zum Zuge kommen. Das Besondere an diesen Bürgerräten ist eben, dass die Teilnehmenden zufällig aus der Bevölkerung
ausgelost werden. Akademiker sitzen eben dort genauso neben Handwerkern, Rentnerinnen, neben Jugendlichen, aber natürlich auch in dort geborenen Menschen und vielleicht auch Zuwanderer. Ja? Also das ist ja ganz wichtig und genau deswegen ist ja das so spannend, weil ihre eben Aufgabe dann in so einem Bürgerrat ist, eben Lösungen gemeinsam zu suchen. Ja? Dass in der Zufallsauswahl Personen mit einem Migrationshintergrund gezogen werden, ist recht groß aufgrund der Demografie der Stadt. So war es zum Beispiel auch in meiner Arbeitsgruppe. Also dann meine Auswahl an Personen hätte vielfältiger nicht sein können, obwohl ich vorher nicht danach gefiltert habe. Also dadurch erwischt man Menschen mit Migrationshintergrund. Und die andere Möglichkeit wäre der freiwillige Aufruf, die Bewerbung, wenn jemand sagt, er möchte unbedingt teilnehmen, kann er so sich auch einbringen in die Gruppe. Das ist mit denen, die sich bewerben, nach welchen Kriterien werden die möglicherweise ausgewählt? Geschlecht, Alter, Hintergrund, also akademischer Hintergrund oder was auch immer. Gibt es da auch Richtlinien oder Leitlinien oder ist das? Also für diese fünf Plätze haben wir nichts festgelegt, weil wir auch uns erstmal rantesten möchten, wie es läuft, ob sich die fünf Leute bewerben. Mittlerweile denke ich denke schon. Ich glaube, da kommen Bewerbungen. Aber wir schauen erstmal, wie es funktioniert. Und die Amtszeit soll erstmal 2 Jahre betragen. Und danach evaluieren wir und schauen, ob wir mehr Kriterien festlegen möchten, ob wir das Verfahren nochmal anpassen. Aber jetzt für diesen ersten Rat wird es einen ausprobieren. Und dann können wir nachsteuern, wenn es das erfordert. Sie haben schon gesagt, wichtig ist aber die Information. Mhm. Ja? Die Information, dass die Buchheimer Bevölkerung mal informiert wird, ja? Was da alles läuft und dass die auch wissen, dass da gegebenenfalls was auf sie zukommt. Ja? Wie findet denn diese Information statt? Ich stelle mir eine Broschüre vor, erst einmal, wenn dann diese Übersetzung fertig ist, auch grafisch schön aufbereitet. Mit dem Postwurf habe ich gerade zum ersten Mal bei dem Bürgerbudget gearbeitet. Wir versuchen erstmal alle unsere Kanäle zu bespielen, das Mitteilungsblatt, die Website, Pressemitteilung, Social Media und schauen, wie es ankommt. Ich glaube, also für die ganze Stadt den Flyer zu verteilen, würde sehr aufwendig werden. Müssen wir schauen, wie es kommt. Was mich sehr auch interessieren würde und auch unsere ZuseherInnen, jetzt nehmen wir mal an, Sie haben so ein Projekt, wo Sie sagen, okay, das ist etwas von uns gemeinsam entschieden, wo wir tatsächlich mit der Bürgerbeteiligung etwas erarbeiten wollen. Ja? Letztendlich, das ist ja auch die eine Sache, es gibt ja nun die Bürgerräte auch in Deutschland und in Frankreich, wie wir alle wissen. Habt ihr euch auch schon mal Gedanken darüber gemacht, über das Ergebnis, was dabei rauskommt, eben über das Ergebnis mit der Bürgerbeteiligung, was mit diesem Ergebnis oder wie bindend es dann letztendlich ist, sich auch an dieses Ergebnis zu halten? Weil das ist ja meines Erachtens immer einer der entscheidenden Sache. Ja, Bürger machen sehr viel mit, in vielen Dingen, bringen auch gute Ideen ein, aber letztendlich, wie weit wird es dann auch umgesetzt? Ja? Am Ende entscheidet der Stadtrat über die Projekte. Der hat die Entscheidungsbefugnis und auch das Mandat dafür. Der Stadtrat soll so viele Informationen wie möglich bekommen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Zur Bürgerbeteiligung, aber auch zu einem Projekt. Mein Anliegen ist es auch persönlich, dass alle Menschen gehört werden und auch merken, mit meinem Beitrag, den ich abgegeben habe, passiert etwas. Weil sonst ist es demotivierend, das macht es keinen Spaß, sich einzubringen. Aber jetzt eine Bindung oder eine Vorgabe, was mit den Ergebnissen passiert, haben wir nicht festgelegt. Aber alles, was passiert und an Konzepten entwickelt wird, bekommt der Stadtrat als Entscheidungsgrundlage und soll dann damit die bestmögliche Entscheidung treffen. Ja, ich denke, das ist enorm wichtig, weil der Stadtrat, der hat dann einen Spiegel der Gesellschaft und kann dadurch vielleicht doch manchmal eine Entscheidung eher oder leichter treffen in eine Richtung oder in die andere Richtung, als es jetzt durch Parteipolitik, sage ich jetzt mal, möglich ist. In einer Arbeitsgruppe, ich habe versucht, mit so vielen verschiedenen Themen vorher Gedanken zu machen und durch die Teilnehmer kamen Sachen, die mir nie in den Sinn gekommen wären. Also es bereichern für beide Seiten, auf jeden Fall. Natürlich ist dieser Bürgerrat jetzt repräsentativ für die Bürger in einer gewissen Weise, aber werden auch dort während des Prozessablaufes wieder die Informationen an die BürgerInnen weitergegeben? Also wir haben uns vorgenommen, zu jedem Schritt, der passiert,
Rechenschaft abzulegen, einen Statusbericht abzugeben über alle Anträge, die eingehen bei der, es heißt in dem Konzept Büro für Bürgerbeteiligung, jeder Antrag wird dokumentiert, veröffentlicht, weil auch je nachdem, wie dann der Rat das Konzept entwirft, die Kriterien dafür sind öffentlich. Also wir wollen so transparent wie möglich arbeiten, weil alles andere macht es aus Bürgersicht keinen Spaß. Erfolgreiche Bürgerbeteiligung lebt auch von der Transparenz der Genau, Information, genau. ja. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass die auch regelmäßig informiert werden. Ja. Haben Sie da auch einmal zum Beispiel an so ein Bürgercafé auch schon mal angedacht? Weil das wäre ja auch so ein Das zentraler Punkt. stell ich mir ganz toll vor. Ja. In der Zukunft vielleicht. Ja. Aber Okay, es ist gut. Ja. ein Ort zum Austausch, Richtig. auf jeden Ja. Fall. Meine innerste Überzeugung, Ja. desto mehr ich partizipieren lasse, die Bürgerinnen, desto Auf jeden eher Fall. ist es eine Sache, dass ich nicht zu viel Leerläufe auch innerhalb des Stadtrates habe, dass ich in falsche Dinge möglicherweise vorab, ich muss ja auch oft investieren in Gutachten und so weiter, ja, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt keine technischen Gutachten, aber generell so andere Formen von Gutachten, dass man die sich dadurch auch ersparen kann, weil Also einfach, gerade in der ja. Stadtplanung, wenn durch Beteiligung Entwürfe gut angenommen werden, kann man viele, viele Prozesskosten einsparen, Planungskosten. Genau. Und die Menschen tragen das Ergebnis mit. Was Ja. Besseres kann nicht Eben. passieren. Und dieses Geld, dieses, was man Ja. einspart oder nur ein Teil, reicht möglicherweise sogar dafür, in so ein Bürgercafé zu investieren, wo dann wirklich ein permanenter Möglichkeit ist für die Bürgerinnen zum Austausch. Ja, da sitzen eben dann auch die Leute von der Bürgerbeteiligung drin in diesem Bürgercafé und so ein Aushang, wo immer steht, alles aktuell heißt, fände ich ganz, ganz toll. Steht und fällt vieles mit dem Engagement des Bürgermeisters und mit der Immer. Einstellung. Ja. Und der hat da so Lust drauf auf das Thema und setzt sich auch selber sehr den Rückhalt zu haben und auch die Motivation durch den Bürgermeister zu haben, ist ganz toll. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, einen Ort haben zum Austauschen. Momentan geht es eher nicht, weil ich alleine bin in meiner Stellung als Bürgerbeteiligerin. Vielleicht ist sowas machbar, wenn Puchheim die neue Stadtmitte baut. Es gibt große Pläne, in den nächsten Jahren ein neues Zentrum zu bauen in Puchheim-Ort, auch mit einem Forum für Bildung, Kultur und Austausch. Ich denke halt auch, dass vielleicht durch die Bürgerbeteiligung auf der anderen Seite, gerade was die Stadtplanung betrifft, dass dadurch Geld eingespart wird für andere Gutachten und was auch immer da erstellt werden muss. Und das könnte man doch wunderbar dann für ein Bürgercafé zum Beispiel verwenden. Genau, Ja. genau. Ihr habt ja auch beschlossen, ich habe zumindest gelesen, ob stimmt, da ist ein relativ kleiner, aber immerhin erklecklicher Teil von, glaube ich, 15.000 Euro als Bürgerbudget zur Verfügung zu stellen. Auf das Projekt freue ich mich ganz doll, auf das Bürgerbudget. Das geht zurück auf einen Antrag der SPD-Fraktion zu den Haushaltsberatungen. Liegt schon ein bisschen zurück und kann aber jetzt erst umgesetzt worden, weil vorher auch die personellen Ressourcen gefehlt haben. Es geht darum, die Methode des Bürgerbudgets erstmal auszuprobieren, zu testen als Pilotprojekt und deswegen auch erstmal in diesem kleinen Umfang, sowohl vom Budget 15.000 Euro, aber auch räumlich erstmal nur bezogen auf Puchheim-Ort, um ja das einmal durchzuspielen, so ein Projekt anzustoßen und dann das weiter zu verfolgen und auch auszuweiten auf Puchheim und mit einem größeren Betrag. Wer entscheidet, für was das eigentlich dann genommen wird? Ja. Im Januar sammeln wir Vorschläge, wie das Budget eingesetzt werden sollen. Dann, zu dem Projekt gibt es auch eine Arbeitsgruppe aus Bürgern aus Puchheim-Ort, einem Stadtrat, dem Bürgermeister und mir. Und diese Arbeitsgruppe wird zunächst die ganzen Vorschläge sichten und auf unsere Förderkriterien überprüfen. Wir haben ein paar Kriterien aufgestellt, dass die Vorschläge der Allgemeinheit dienen sollen, dass sie umsetzbar sein müssen durch die Stadt. Kein Gefahrenpotenzial ausgehen soll von ihnen, also recht allgemeingültige und wir hoffen auch niederschwellige Kriterien. Und alle Vorschläge, die diese Kriterien erfüllen, werden zur Abstimmung gestellt und dann dürfen wieder alle Puchheimerinnen und Puchheimer darüber abstimmen, welche Vorschläge sie gut finden und welche aus ihrer Sicht umgesetzt werden sollen. Da bleibt dann, wir haben es genannt, eine Siegerliste. Absteigend nach den Stimmen, die auf die Vorschläge entfallen, und die Liste geht dann an den Stadtrat. Und der sagt letztendlich, setzen wir um oder nicht. Und ich hoffe, dass so viel wie möglich umgesetzt wird.
Letztendlich, was ich jetzt herausgehört habe, Frau Grenzdörfer, mir scheint es doch eine sehr homogene und aber auch harmonische Geschichte bei euch in Puchheim zu sein, was ja nicht immer so natürlich ist. Also, dass hier doch der Stadtrat im Sinne der BürgerInnen auch gut zusammenarbeitet, etwas nach vorne bringen will, selbst auch Anträge stellt, wie eben das Bürgerbudget von einer Partei, die aber trotzdem insgesamt getragen wird. Und das finde ich eigentlich ganz toll. Und dass ihr also grundsätzlich jetzt schon den Gedanken habt, immer in irgendeiner Form die Bürger mit zu beteiligen. Das wäre zum Beispiel mal da die Überlegung, über systemisches Konsensieren sowas zu machen, weil das doch einer der gerechtesten Formen ist heutzutage, wie man eben abstimmt, da fühlt sich niemand ausgeschlossen, sondern das ist eben der geringste Widerstand letztendlich, über den dann entschieden wird, über gewisse Sachen. Herrschaftszeiten. Und Untersuchungen zeigen eben, dass eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürger zu besseren Lösungen kommt als eine Gruppe von ähnlich gelagerten Menschen. Ja? Unterschiedliche Lebens- und Ausbildungswege führen zu unterschiedlichen Perspektiven, die alle in einem Bürgerrat eben zusammengeführt werden. Themen werden eben so aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. In diesem Sinne, Frau Grenzdörfer, ich bedanke mich jetzt mal recht herzlich, dass Sie heute mal diese ersten Einblicke gegeben haben in das Thema Bürgerbeteiligung, Bürgerbudget. Wir haben auch vereinbart, dass wir das weiter verfolgen, dass wir uns in ein paar Monaten vielleicht wieder hier treffen und mal schauen, was ist bis dahin passiert. Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist schon Motivation für viele, wenn man hört, wie ihr als Puchheimer dieses Thema abhandelt und der Stadtrat auch dahinter steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Toll. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja. Gerne. Herrschaftszeiten.